Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Risiko Metal Gear Solid zusammen mit Verdemis. Hi! Grenz. Hallo! Vita Wolf. Hallo! Und Samka. Hallo! Du bist dran, oder? Ja, ich bin ja, dran. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann krieg ich ja gerade mal 3 plus mein Hauptquartier macht 4. Plus 2 für Südamerika. 6, okay. Ah, warte, dann hab ich irgendwie. Und du kriegst doch jetzt das Ding hier. Du hast das U-Boot über 200. Nee, jetzt hat er das 100. Jetzt hat es ja erst 1. Jetzt hat es 3000 Kriegen noch extra. Gib mir mal hier so einen von deinen als Counter. Steh ich halt, warte mal, gib mir mal 3 Items. Maximal 3 darfst du auch noch kaufen, ja, pro Runde. Okay. Wusste ich nämlich. So, man kann mehr als eine kaufen, ja? Ja, maximal 3. Okay. Du hast ich hab den hier mal als Counter verwendet, ja? Du hast jetzt plus 1 aktuell. Das ist ein Risky Business. Verstehe ich nicht. Soll ich dir sagen? You lose. Ich hab nicht viel Geld, Leute. Ich hab keine Karten. Ich bin reich. Alter, jetzt mal kein Mimimi. Ist vorbei. Guck mal, ich hab überall nur einen stehen, das ist auch nicht prall. Mit dem Boot wegfahren. Wir müssen einmal kurz die hier lesen. Dann lies sie mal kurz. So. Ich bin auch sehr gespannt. Sieht gut aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es bleibt jetzt nicht bis ich dran bin. Das Problem ist halt, wenn man überall nur einen stehen hat. Ja, die sind schneller weg, als du gucken kannst. Richtig. Und da du jetzt von da hinten kommst, nachher noch ein paar dazu stellt, dann steht der hier einmal. Ja, eben, das ist ja das will ich ja nicht. Ah, jetzt check ich die. Wieso? Ja, dann habe ich ja ganz von mir. Ich habe mich an beiden Ecken. Das ist das und das ja wohl das Angriffsgebiet Nummer 1. Dann habe ich ja nur noch die anderen. Ja, 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 stimmt auch. Ja, ja, warte mal, den mache ich doch klein. Tue ich hier eins hin? Das sichert ja seine Grenzen nach. Das macht er nicht. Der macht was anderes. Der Grenz sichert seine Grenzen. So, und der geht hier hin. Oh, einer, der Predator. So. Ja, wird interessant. Nee. Nein. Der hat noch so zehnmal was anderes. Dein Ernst ist. Zehnmal woanders. Ich will es halt. Zehnmal woanders. Ach du heilige Scheiße, da hat er richtig viele Städte, ey. Genau. 4 Städte in einem Zug ist ein Erfolg, ne? Mhm. Ist dabei. Ja. Ja, sogar ein schwerer Erfolg. Sind 4 Städte? Oh! Das ist der. Da hätte ich ja hier packen müssen. Hätte ich den Archiv gekriegt, bestimmt. Mhm. Oder das Ding gerade packen. Ja, oder so. Aber du musst die alle hier reinpacken und da hinfahren. Geht auch. Kannst du immer noch. Da kannst du sogar hier direkt ausschwemmen. 2. Du bist ja noch in deiner Platzierphase. Du hast ja nichts noch ganz oben. Er darf sich doch nicht bewegen, der Platzierphase. Was? Ich bin jetzt fertig. Ich mach nichts. Aber das wäre geil gewesen. 4 Städte in einem Zug kriegst du so. Dann ist da nur an der Reihe. Kann ich's machen. Ich hab die da ja schon mal. Er ist fertig. Ich bin doch mal in deinem Leben. Oh Gott, du hast das ganze Spiel versorgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das allein sind schon mal 3. Das sind 4, das sind 9. Das ist okay, jetzt sind wir noch 9. Achso, hier wäre noch einer gewesen. Hab ich noch gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mhm. Jetzt sind es 4, jetzt sind es 5, gut. 5. Und jetzt kriege ich noch 5, weil ich Amerika bin. Ja. Jetzt holt der sich den Erfolg mit 4 Städten bestimmt. Nee, ich muss was anderes machen diesmal. Ich bekomme Geld. Ja, für ihn wird es sehr schwer, dann müsst ihr dann hier richtig. Ich bekomme 10.000 Tacken und kaufe davon. Ja, wenn du alles da reinsetzt, einmal. Durch. Achso, ja, er kriegt ja, stimmt, die ersetzen. Aber ich vermute mal, dass der jetzt in Asien einmarschieren wird. Damit ich kaufe 2 Items für 6.000, nur weil ich das andere nicht ausrechnen kann. Also eben sagt macht Sinn, aber ich denke, er wird trotzdem in Asien einmarschieren. Und da kann er ja drüber marschieren. Das ist ja Asien macht allein schon deswegen Sinn, damit du gleich die 7 Einheiten nicht bekommst. Na, stimmt, das haben wir da. Das ist eine ganz böse deswegen, Sache. Deswegen, das einzunehmen war eigentlich nicht gut. Ich hätte die erstmal bündeln müssen. Das ist, glaube ich, schon ein Fehler, den viele bei Risiko machen, den wir jetzt auch alle gemacht haben. Möglichst schnell viel einnehmen, dabei muss es besser, glaube ich, Land für Land und damit viel. Ich spiele das Sleeper Cell. Ich ziehe eine Territoriumkarte und setze 5 Einheiten drauf. Sobald ich dieses Territorium einnehme, werden die 5 Einheiten platziert. Wie bitte? Mhm. Ich ziehe jetzt eine Territoriumkarte, ne? Ja. Ich weiß, welches es ist. Ja. Wenn mir dieses Territorium gehört,
werden die 5 Einheiten, die ich da drauf platziert habe, aktiv. Muss es einnehmen, um diese 5 Einheiten zu bekommen. Ja, ich gucke nochmal drauf, aber 3000 kostet mich das. 2000 zurück. Dann musst du diese ja hier am besten unterlegen, damit man weiß, welche. Ja, ja. Ich hast du dafür nur einen Zug? Nee, sobald er das einnimmt quasi. Kannst du mal die Kamera halten für alle, die es wissen wollen? Achso, ja. Oder mach mal da. Da kannst du nehmen. Interessant, ja. Ach, das lesen ich hab's kann. Gesehen, hat sich da geschrieben. Ja, natürlich, der ganze. Ja, das hat sich da nämlich durch den Schrieben. Die schon mal dahinter sich noch immer nicht bemerkt. Nee. Das sollte ich jetzt schon mal sagen, denn hier kommen sie nicht. Ich meine, ich mach meine Rotkamera, okay. Die anderen nicht bemerkt. Ich meine GoPro. Entschuldigung, haben sie da einen Bienenstock? Das ist ein Fan. Ich hätte aber erstmal gesichert. Nee. Alle sichern ihre Grenzen. Ja, weiß nicht. Ich glaube, er will an die Grenzen, das ist schon richtig, aber nicht wie du denkst. Das ist doch kacke. Drei. Zumindest hat er sich seinen Hafen schon mal gesaved. Das ist schon. Hat Grenz zu lange gewartet. Und dann stelle ich auch alles, was ich habe, ins U-Boot rein, packen wir sofort zu einem der Spots. Du bist auch ein Noob. Ich greife den einen an. Das ist sogar richtig. Mhm. Du brauchst eben mit die anderen Würfel. Komm, eine, das kann doch nicht so schwer sein. Der ist hartnäckig, glaub mir. Ich hab doch eh so einen Würfel. Die Isländer sind noch schlimmer als die. Das schade. Boah, ich dachte schon, da kommt nichts. So, jetzt ziehen wir jetzt da rein und da das alles war, ziehe ich die zwei wieder zurück. Da will er seine Territorien. Ich wollte meine Territorienkarte haben. Das warte mal, ist das, aber da zählt das jetzt nicht. Das war mein Manöver. Als Manöver. Ich kann fast nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich zu Ende und jetzt bin ich wieder erst durch. Zurück. Ich möchte nur die Territorienkarte haben. Genau. Ach, okay. War auf der Lieben-Karte. Er spielt ein bisschen schlauer als vorher. Ja, nein, ich dachte, er will wenigstens noch die Eier aus Asien. Du bist etwa schon fertig. Warte, ich muss auch nochmal schauen. Ich bin ja orkig zum Beispiel. Deswegen habe ich ja gehofft, dass Ellie da noch was aus Asien kriegt. Ja, wieso hast du das nicht getan? Wie denn? Ja, mit deinem Schiff. Du hättest hier mit dem Schiff eine Kleine holen können. Ja, aber das haben sie nicht gemacht. Da höre ich so, die Hühner wieder gackern. Ich bin soweit dann. Warte, du hast gefragt, ob da bin ich wirklich fertig. Willst du noch einen Haken an der Sache? Wie du gerade wieder so umguckst. Jetzt kannst du anfangen. Okay, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mach 4. Nein, nicht 17. Nee, das zählt als 4, Einheit. 8 Einheiten. Also 16. 8. Er teilt jetzt erstmal 16 durch 3 und darf dann plus 1. Das ist total. 8 Einheiten insgesamt, ja. Dann kriegt er eh noch plus 3, also mit dem plus 4. Dann noch mal 3 dazu. Und noch deine Zähne. Warum wie viel er jetzt bekommen? 8. Da sind aber 11 Einheiten. Warum 11? Nee, die habe ich schon mal reingereicht. Hast du schon reingereicht? Ich wollte gerade sagen, kommt der gar nicht hin. Der kriegt ja mehr als ich mit seinem. Mit seinem Afrika. Ja, mit seinem Afrika. Was ist da los? Bei mir ist immerhin noch Samba in der Hose. Der hat aber mal eine Katze gehört. Du meinst Montezumas Zorn? Ja, Montezumas Rache. Ja, endlich macht da mal so jemand was gegen die Asiaten. Da kommen noch mal 5. Wo werden die 5 versteckt sein? Angenommen, du hättest das Land jetzt schon, hättest du es jetzt dann schon legen müssen, ne? Okay. Das bedeutet, das habe ich ja schon gespoilt. Das hätte man sich auch denken können. Das hätte ja sagen können, dass du die Wahl hast. Und dann, wenn jemand dann anmerkt, dass du dann so... Die geheime Einheit. Übrigens, hier stand noch... Hast du das? Was? Nein, du hast, okay. Wenn du es hast, werden die aufgelegt. Das wär richtig cool. Genau wie, wenn du sagst, Territorienkarten kannst du auch nicht während des Kampfes einsetzen, ne? Ja, dann ist es ja immer unberechenbar. Man muss ja immer draufreden bei jedem Angriff, dass er 30. So, voll. Ach, Territorienkarten noch am Anfang der Runde? Ja. Okay. Ich hab doch gesagt, ich greif mich an. Okay, ich bin jetzt noch 530. Scheiße, wenn ich Asien nicht halten kann, dran bin, dann. Ja, aber du kriegst trotzdem noch. Dann noch kriegst du trotzdem noch viel. Ja, jammert der wieder rum. Yes. So. Darf einen neu würfeln. Irgendeinen? Ja. So wird das. Komm schon. Clash. Clash. Ne, nix da. Achso, ach, der ist ja auch noch da. Eine. 1-1. Du hast eigentlich 2 gewürfelt. Achso, ich hatte nur einen. Ja, dann hast du ja eh gewonnen.
Also theoretisch dann würde ich sagen, wo wir dann verloren. Ja, ja. Aber ja, dann kommt was auf. So, machen wir Pferd nochmal neu. Ich habe direkt mal zwei genommen, so aus. Wir wissen hier eigentlich viel los. Darf er jetzt eigentlich entscheiden, ob die mitgeht oder ja, nicht? Ja, okay. Ja. Darf ich jetzt entscheiden? Wir hätten hier mal eine Reihe von euch kaputt gemacht. Das war ich. Nur neidisch. Ja. Oh, jetzt zieht ihr mit. Mhm. So. Ich würde es jetzt an deiner Stelle geschickter machen. Gibt jetzt zwei Sachen, die er machen kann. Er wird das Falsche. Ja, ich glaube auch. Ja. Jetzt müsst ihr schlau spielen. Wird aber auch eng. Ich weiß, was ich machen würde. Ja, du würdest das Land zurückerobern wahrscheinlich. An seiner Stelle du brauchst. Was ich jetzt erstmal machen werde, ist nochmal hier angreifen. Ich mache es trotzdem. Hätte Europa gewonnen. Richtig. Ja, also, da wäre auch eine Stadt gewesen. Ich weiß, aber dann verliert er noch eine Stadt. Ja, aber er dann nicht. Am Ende. Hungertod. Vier Städte in einem Zug sind schon nicht mehr drin. Ja gut, war eh nicht für ihn drin, glaube ich. Nee. Ich will das so spielen. Doch. Die eine hätte er noch die. Er hätte hier die auch mal ziehen können. Wenn er mehr Einheiten würde, dann hätte er mehr platziert. Dann hätte er 1, 2, 3, 4, ne. Man hätte durch vier Länder durchgehen müssen, das wäre heftig gewesen. Das wäre hart. Ich hätte trotzdem, ich wäre hier hochgegangen, hätte hier gemacht und das probiert zu haben. Ja, ich auch. Die solide Schlange steht da. Die solide Schlange. Was habe ich denn eigentlich noch für geile Moves auf Lager? You've got the moves, my Jader. Zieh ich wieder hier rüber. Die bleiben dort. Dann auch dort. Gut, dann krieg ich noch eine Territorienkarte. Ach, Gold habe ich auch bekommen, ne? Geld. Wie viele Einheiten waren es? 8. Dafür, gib mir 2000, gib mir direkt zwei Karten. Hätte natürlich vorher, wäre natürlich noch ein Zweiter gewesen, aber na gut. 2000. So, unser. Was ist das? Wie viele Erfolge kam? Was hast du an Erfolgen? Du hast einen, oder? Ja, ja. Ah, Scheiße, hätte ich das vorher gewusst. Das wäre lustig geworden. 18 Territorien kontrollieren, mehr ist nicht drin. Ein Durchmarsch. Einer ist jetzt gleich wieder weg. Europa gibt auch noch einen schweren Erfolg. Warte mal. Nee, schlechten. Ein schwer, also ist ein Minor, also ein Major. Hm, okay. Du hast gar keinen Major Erfolg. Sei denn, wieder denkt sich, nee. Wieder muss ich jetzt gleich mal gucken, was er macht. Der Vita darf jetzt auch mal gucken, was er macht, weil der Vita ist jetzt am dransten. Am dransten, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wenn ich mich nicht täusche, du. 5. Mit Städten meinst du, oder was? Ja, ja. 17, ja. Ja. Verdammt! Hast du genau richtig gezählt? Du Arsch. Das wäre hier meine 18 gewesen. Nee, das sind ja Territorien. Du hast ja Städte nicht. Städte ist ja kein Territorium. Ach, okay, ah, okay. Also du bekommst 6 Einheiten. Oder plus 2, 8 Einheiten. Genau. 8 Units. Und Hauptquartier. Das habe ich schon gezählt, das ist das 8. Okay. Du bekommst 5 für deine 17 Units, 1 für das Hauptquartier und 2. Australien. Cash. Fällt. Nein. Einfach also vom Tisch fällt es raus. Du bist raus. Okay. Dann wird jetzt Zeit für ein Item. Und ich glaube, ihr seid alle tot. Er hat schon 4 Karten auf der Hand. Er riskiert, ja. Also Risiko. Was riskiert man damit? Nicht du. Nee, hast du auch viel Karten auf der Hand? Was riskiert man, wenn man Karten auf der Hand hat? Ja, wenn einen zerstört wird. Wie zerstört man den? Ja, hat er doch meine. Er hat doch meine kaputt gemacht. Ach so. Ich hab schon nach immer noch 3. Was ist doch mit dem Pilleballe da, ja, der Kleine. Der
Das hier rückt näher. Es freut mich nicht, was du da gemacht hast. Ich kann dir leider nicht die 7 gönnen. Das ist auch im Interesse der anderen. Ja. Noch 7 Einheiten mehr, das wäre echt böse gewesen. Können die auch gleich was nicht, dumme Schmutzkopf. Du weißt doch, ich würde dir auch so nicht die Butter aufs Brot gönnen. Ja, das weiß ich ja, das weiß ich. Darum geht's ja hier. Ach, Moment, am Anfang kaufe ich erstmal einen Helden. Welchen? Raiden. Raiden willst du wieder haben, okay. Darf er den jetzt hinten, wo er will? Ja. Nicht im Hauptquartier? Nein, der platziert werden, wo er möchte. Das ist ja noch cooler. Aber es gibt, ein Held kann auch komplett zerstört werden, dass er ganz raus ist aus dem Spiel. Ja, weil damit spielen wir. Mit einer Karte, oder? Mit einer Karte, ja. Dann kann er sich aber immer noch einen anderen Helden nehmen, ne? Ja, klar. Darf man Karten tauschen mit anderen Menschen? Mit anderen Menschen? Nein, nur mit diesen. Nur mit anderen Tieren. Menschen. Da ist er wieder. Sind sie auferstanden? In Atatsra. Vamp ist auch geil. Vamp wird vom Feld genommen, wenn die letzte Defending Army große Gefahr auf der Seite. Dreimal zerstört wird. Oh, okay. Das heißt, er verteidigt bis zum Mittel. Also hat er sozusagen drei Leben. Könnt ihr mal sehen, die anderen Helden? Ich bin noch im Beginning auf meinem Combat. Turn, ne? Ja. Wenn du noch nichts hier verschoben hast, oder? Nö, ich hab nur aufgestellt. Hätte ich danach machen sollen, ne? Ja. So, hier steht ein Held und zwei Einheiten. Held. Drei. Ach so. Ja, der Held ist ja einer davon. Ja. Also zwei und ein Held. Den kannst du mit Raiden platt machen. Du würfelst nur im Angriff neu, ne? Ein Würfel? Steht, ne. Ah, ne. Wenn ich angreife, ja. Dann mach ich ihn auf jeden Fall platt. Weil ich hab nämlich, das kam ich nämlich auch, weil ich hab gerade eingesehen, der würfelt einen Verteidigerwürfel neu. Jetzt auch. Das ist echt, ja, so ist das. So richtig. Risiko. Ja, 2-1 Risiko. Da, guck mal. Viel Minuten hast du noch. Wo die nächste, diese Aufnahme beendet ist. Ja, aber es ist halt, es ist blöd. Am Anfang der Runde auszumachen, da ist ja noch so alles mehr als offen. Ja, das, deswegen überlegt man sich das auch schon die drei anderen Runden lang, was man macht. Ach Quatsch, das hast du gerade erfunden. Das hast du doch erfunden. Ja, weil bei dir so einfach und jetzt machen solltest. Ja, aber nicht, wenn ich noch was am Anfang spielen könnte und müsste, aber es geht nur wenn, dann aber, nein. Dann machst du auch bis zur nächsten Runde. Ja. Nein. Dann nächste Runde müsste ich ja auch überlegen, was passiert oder nicht. So, erstmal, wie viel stehen hier noch? Lass mal 4. Einen da, das Publikum eh dann rüber. Dann, ja, so. 6, 7. Genau. 7, 3. So. Oh! Ah, jeder einen. Ne, halt, er hat doch den Bonus. Das ist eine gute Stimme. Ah ne, 7 gibt es gibt gibt's ja 7. Aber ist das dann trotzdem? Nein, genau, dann Stand? Hat mit dem es ja gewonnen. Das ist trotzdem gleich? Ja. Das finde ich unfair. Ja, ehrlich. Das geht gar nicht. Wieder gut. Ah, schlecht gewürfelt. Oh, dann einer hier muss. Einer muss weg. Nein. Ne, den habe ich schon weggetan. Mein? Sein aber nicht. Achso. Ne, ne, sein und nicht. Er geht mit 6 rein und einen verloren. Das ist richtig so. 6 gehen rein, 5 komm raus. Nee, 5 bleiben drin. Ich hole mich hier dran, gucken. Die kommt wieder. Oh, da ist aber ein bisschen was passiert. Ja. Brain ist natürlich mitgezogen. Du kannst auf jeden Fall die Territorienkarte vergessen. Ja, bitte. Die können doch jetzt einsetzen, ne? Nee. Anfang der Runde. Wenn du deine. Er hat 4 Stück hat er schon, dann bekommt er. 3. Ich sehe 4. Achso, das sind nur 3. 3 oder vielleicht 4 Sterne. Mach mal die Putze. Ich sehe, dass das 4 Sterne sind. Du siehst. Das meinte ich. Ach, du siehst. So, jetzt muss ich mal kurz den wegstehen und mir sehe, wie viel hier bei steht. 5. Ja. Dann splitten wir doch hier mal ein bisschen. Ja, jetzt will er zu der Stadt zurück. Die dezimieren sich Runde für Runde in der Ecke. Die müssen gar nichts tun. So,
Und jetzt gehen wir hier. Ach, der kann auch hier. Ach, Alter, du willst doch jetzt nicht gleich schon wieder da rein, oder? Ramsey, ich hoffe, du haust ab nächste Runde. Also, ich will dich nur warnen. Den solltest du dir auf jeden Fall holen, damit du den Kontinent wieder hast, ne? Ja, schon klar. Aber du kannst ja aus drei, vier, aus vier Richtungen kann man diesen Asien rauchen. Ist natürlich fett. Ja, den kriegst du ja locker, wenn du nur mit einem rüber gehst. Die Chance ist hoch, plus zwei. Die Chance ist hoch, aber es ist nicht... Wenn du mit einem rüber geht und es verkackt, ist dein Held wieder tot. Ja. Aber dafür... Nee, der Held stirbt ja dann doch erst, wenn der letzte... Ach Moment, du kannst auch eh mit einem rüber gehen. Da machst du dann... Manöver. Du bist ja dann eh und dann kannst du ja wieder alle dahin schieben. Stimmt ja. Dann kann ich ja hier so mal richtig... Mit vier. Dann kann ich aber da nicht mehr angreifen. Das ist korrekt. Das mach doch mit einem. Safe. Ja, mach doch mit einem. Ja, hier rein und mach weiter da. Safe. Ach, ja, das ist safe. 8 plus 2. Und wie viel kommen wir zurück? Da wird mal einer. Und ist die Frage, ob halt der Typ natürlich mitgehen soll. So. Ja, will er ja nicht. Achso, ja doch, für die Defense. Ja. Willst du Raiden wieder da reinstellen oder bleibt er wieder da offensiv? Also Raiden gibt mir auch den für die Defense, ne? Ja, ja, aber minus 1. Ja. Der kommt mit. Das ist, also er bleibt dabei. Ja, jetzt mache ich noch schnell mein restliches Manöver und dann gehe ich ins Bett. Schieb die hier oben weg. Mach da mal auf. Die sollen jetzt sehen. Leg die Willkommensmatte aus. Wir wollen nach Japan, die wollen die alle rein. Nee, die wollen nicht rein. Wenn, die sind doch stark genug, die hauen die doch weg. Ja, aber vielleicht will ich dich ja nicht töten. Schieb sie doch in ein anderes Land. Rette deine Männer. Oh cool, er traut sich nicht von der Insel zu kommen. Kurz rüber geguckt. Ja, ist so warm, da ist so ein scheiß Wetter. Ach, da ist auch noch warm. Und das, die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Nee, ich muss da bleiben wegen dem verkackten U-Boot. Das U-Boot kann auch nur hier anlegen. Ja, und wenn du dann gefeitet hast, kannst du auch noch weiter. Ja. Ja, der denkt doch mal mit, Grants. Denk doch einmal mit. Das war's leider. Das haben wir noch gemacht. Ja, das war's dann auch für die Aufnahme, ne? Ja, genau. Das war's, die letzte Runde von Wiederher und wir sind beim nächsten Mal. Was? Die letzte Runde? Die letzte Runde. Was könnte das nur bedeuten? Ja. Das sehen wir beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.